In diesen Tagen. Der neue Linzer Fußball-Großclub LASK Linz hat viele Reaktionen heraufbeschworen. Die Palette der Wortmeldungen auf die Fusion von Schwarz-Weiß und Weiß-Blau könnte kaum breiter sein. Blau-Weiß ist verschwunden. Und nicht nur der Himmel über dem Föst-Werksportplatz weint. Erschütternd. Was soll man eigentlich dazu sagen? Es ist, der FC Linz ist liquidiert worden. Ich finde es eine Sauerei, dass man den einfach so sterben lässt. Ich bin eigentlich voll dagegen, weil ich bin ein Föstler. Ich finde es sehr schade, weil ich bin ein Laskler. Und dadurch, dass der Föst ziemlich schwach ist, wird der Lask auch ein bisschen runtergerissen. Ich finde es einfach schade. Wie der FC Linz Ball ausgerollt ist, sorgt heute für hitzige Debatten, auch bei den gefeierten Föst-Stars von einst. Es hat Diskussionen gegeben, denn es ist nicht einmal eine Farbe oder irgendetwas von dem Verein, der doch 51 Jahre bestanden hat, hier in dem neuen Verein gegeben. Und das ist, glaube ich, doch schon sehr traurig. Wenn man weiß, dass ich da im 56er Jahr zum Fußballspielen angefangen hat, tut es mir natürlich unheimlich weh, das muss ich sagen. Auch wenn beim genauer Hinschauen und Nachrechnen die Nostalgie der Fußballbeine wenig zählt. Zwei starke Vereine mit einem Millionenbudget zwischen 70 und 100 Millionen Schilling wäre sicherlich nicht zu gestalten gewesen. Und so gesehen muss man natürlich schon darauf pochen, dass es vielleicht ein Verein oder einem Verein gelingen kann, hier dann in der österreichischen Bundesliga doch vorne mitzuspielen. Die wirtschaftlich beste Lösung ist die Fusion auch für einen Ex-Föst- und Lask-Star, der heute erfolgreicher Geschäftsmann ist. Denn mit 1.300 Zuschauern oder 600 Zuschauern bei einem Heimspiel kann man also keinen Verein führen. Vor allem nicht in dieser Größenordnung, wie es der FC Linz war. Das ist ja das Um und Auf, wie die Zuschauer, wenn es da oben ist im Stadion, so 1.000 Zuschauer oder was, das ist ja nicht viel. Und wenn 50, 6.000 ist, ist ja, glaube ich, die Euphorie weit mehr als das Ganze bis jetzt war. Eine blau-weiße Fan-Euphorie, die jetzt droht auszuarten und etwas zu stürmisch zu werden. Waren ja sogar angeblich Drohungen, da irgendwelche Büros, die Kehrerin gesprengt und lauter so Sachen, ne, die Mann. Da bleibt nur zu hoffen, dass die letzten Tore der FC Linz-Geschichte von den Fans bejubelt und nicht mit Gewaltakten zerstört werden, aus Schmerz darüber, dass ihr Blau-Weiß verschwunden ist.